Könnte man echt gut was machen. Dann hast du halt natürlich ein bisschen Weg Richtung dem nächsten Dorf. Außer da ist eins dabei in dem Wald. Aber du hast halt direkt hier den Turm, ne? Da ist eine fette Höhle. Gut, Höhlen ist irgendwie jetzt nicht mehr so das Problem. Höhlen sind hier einige. Also ein Beinbruch ist auch dazu. Müssen wir nur noch einen guten Spot hier im Wald finden. Da sind Kürbisse. Brauche ich aktuell nicht. Ach du Scheiße. Hier ist eine Schlucht. Ich könnte mir das vorstellen, so eine schöne Hängebrücke drüber. Und dann kannst du halt von mir aus hier Richtung den Berg, da hast du deine Mine dann. Ich will auch versuchen, den ganzen Wald eigentlich so zu behalten, wie er ist. Weil ich will schon ein bisschen Natur haben. Ich will nicht gleich alles abholzen. Dann hast du wieder diese, sag ich mal, schöne Landschaft nicht, wofür du eigentlich hierher gezogen bist, in dem Fall. Oder dich hier hast siedeln lassen. Schon wieder so eine übermenschlich große Höhle. Mit Pool natürlich. Das ist wichtig. Und ein Dörfchen, oder? Das ist doch ein Dorf. Also, Anfang vom Dorf. Jawohl. Hier unten im Tal. Gut, wir lassen uns dann. Lassen wir uns dann. Herab. Es pisst. Natürlich pisst es. Ich hoffe, der Regen ist nicht allzu laut. Ich würde zumindest behaupten, der könnte echt laut werden. Ich finde ihn zumindest gerade richtig laut. Das Sonnenhöhle. Ah, das ist bestimmt alles miteinander verbunden unten rum. Da nehme ich auch. Okay, ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ich will auch hier ein bisschen Platz zum Bauen haben. Oder ich muss es halt zubauen von oben. Ist halt scheiße. Willst du einen Keller bauen, dann fliegst du erstmal voll nach unten. Hier können wir auch einen geilen Baumhaus bauen. Ich brauche erstmal eine gute Fläche. Ich habe natürlich keine Lust, als erstes Haus erstmal direkt hier 20 Quadratkilometer zu plätten, weil es nicht anders geht. Jetzt sehe ich das ganz geil hier. Boah, das sieht krank aus. Da irgendwo ein Schloss oder so drauf. Oder würde ich mich hier absiedeln lassen? Muss ich ja trotzdem ein bisschen was plätten, aber. Das sieht ja mal mega aus. Und es wird dunkel. Habe ich Schafswolle? Ich hätte mal ein Bett mitnehmen müssen. Scheiße. Fleisch nehme ich trotzdem mit.
Wollen noch ein Schäfchen? Ich baue erstmal meine Kiste und so alles hin. Nee. Erstmal wieder Fettfingern. Das ist ein Scheiß, den ich erstmal nicht brauche. Oh, Junge! Assi! Ist okay. Trotzdem wieder annehmen? Ja, kann ich. Wow, du bist ja absolut ein Buschler. Was ist denn Scheiß hier mit? Neue Rezept. Jungs, ich hätte gern noch ein Schäfchen. Ich habe ja irgendwo eine Spinne gesehen. Da unten. Ich möchte jetzt nicht so gerne in den Wald rein, weil da hast du so wenig Überblick. Hier wird es auch nicht runterfallen. Hier sind nur Hühner. So. Ja. Kacke. Ist das. Richtig kacke. Da. Schäfchen. Nur eins. Oder eins. Also, eine Wolle. Danke. Tschüss. Baue ich mir kurz ein Bett hin, penne und dann fange ich an zu bauen. Ein bisschen. Am besten ohne Creeper. Der kommt wieder weg. Piss dich. Danke sehr. Noch irgendwelche Monster? Ja. Weißes Bett. Erstmal pennen. Was ist los? Ach, Regenbogen. Ja. Da sehe ich mich. Guckst du raus und siehst einfach das, Junge. Richtig fettes. Mach dich ab, Junge. Fangen wir erstmal an mit Abholz, hätte ich gesagt. Oh, hoch. Oh Gott, warte, muss ich mir kurz kratzen. Jungs, beruhigt euch, wir gehen gleich weiter. So. Ist natürlich scheiße, dass wir auch Birk und so dabei haben. Den lassen wir erstmal. Das ist unser Startbaum. Mit Birke, ich finde Birke kannst du nicht so wirklich nutzen. Ich mag zumindest die Optik nicht so sehr. Natürlich jeden das eine, aber für mich leider nicht ansprechend. So, ich habe auch die Idee gehabt, dass wieder so ein bisschen, was heißt hier wieder? Ich bin halt immer so ein Typ. Wenn ich Minecraft zocke, dann eher
So mittelalterlich im Stil, wenn ich was baue. Und so möchte ich das gerne hier auch wieder beibehalten. Auch allgemein, wenn ich da schon den Berg hinten sehe, darauf so ein fettes Schloss. Ja. Das wird ein Riesenprojekt jetzt schon. In meinen Augen. Und ich habe jetzt schon keinen Bock drauf, aber irgendwie freue ich mich trotzdem drauf. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich das einebnen möchte. Ich denke mal, ich mache das ab hier. Alles ab. Einebnen. Habe ich auch noch genug Platz. Ich will natürlich nicht alles gleich flach haben, aber das Haus sollte jetzt nicht halb nach unten hängen. Das muss jetzt nicht sein. Die ganz großen Bäume lasse ich erstmal. Erstens, weil die nervig sind zum Abholzen. Und weil ich dann vielleicht doch noch ein Baumhaus mache. Könnte ich die ja miteinander verbinden. Gesagt, Ideen könnt ihr ja reinschreiben. Also, naja, ob ich sie dann umsetze, ist natürlich mir überlassen. Aber vielleicht habt ihr ja auch geile Ideen, wo ich dann sage, jo, das machen wir. Aufs Erste, wie gesagt, brauche ich mir erstmal ein Haus. Kleines, aber feines Hütchen. Ja, falls sich was beim Plan ändert, von wegen den Montag, Mittwoch, Freitag, werde ich, denke ich, vielleicht nochmal was in die Community schreiben. Ein Community-Reiter bei YouTube. Da werden dann, denke ich mal, die Infos nochmal angezeigt. Falls sich, wie gesagt, was ändert. Aber ich glaube, das bleibt jetzt mal so. Das ist ein großer Baum. Tschüss. Oder ist das ein großer Baum? Fällt mir jetzt nicht so. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er ein großer Baum werden. Das Ding noch. Schon alles weggeholzt. Weil Platz haben wir ja eigentlich dann. Von hier aus. Das kann bleiben, die können weg. Ich denke mal, ich werde im Nachhinein noch ein paar Bäume pflanzen. Einfach damit es dann wieder besser ausschaut. Aber ich muss erstmal gucken. Wegen dem Haus, wie groß ich das überhaupt mache. Alles eine Frage der Zeit, so weit sind wir da noch nicht. Aber hier kann man richtig gute Terrasse halt bauen, ne? Oder halt so einen Balkon. Na, den Abhang hängt. Mit schönen Aussicht. So, nur nicht runterfallen. Muss jetzt nicht passieren. Habe ich Erde? Nö. Nee.